Floskeln, die Zeit vergeht unterwegs und er wird doch auch nur im Kreis gedreht. Zwischen bleibt nicht stehen und nur einfach sehen. In zwei Extremen kann die Reise Leben weitergehen. Und es geht immer noch darum, nicht einzuschlafen. Weder Seele noch jede Idee und dabei leicht zu atmen. Falls nicht, Träume sind eine Fahne, reine Plage. Doch siehst du sie ins Real, vom Schlafen. Ist das Meer? Leicht gelabert, keine Frage. Auf der Straße mit Blockaden ist es wahnsinnig zu rasen. Doch ist man selbst noch die Dickste davor. Und viele sind da Trampenkappe, was man nicht mitbekommt. Wenn man nicht nachsieht, bin strenger Richter. Doch ist Richter, wird es hier möglich, viel zu ändern, wenn du mich fragst. Gerne rumprobieren, muss auch nicht funktionieren. Gutes, altes, großes, neues, kommt nicht früher. Streben nach der Gegenwart, die alles hinter dem Tor. Steh dich da, ich lebe da. Den Schutz, lang still für den flimmernden Dorf. Dreht kurz, alles will. Steht nach der Gegenwart, die alles hintere Tor. Steh nicht da, ich lebe da. Den Schutz, bleib ich still für den flimmernden Dorf. Nichts kurz, alles will. Immer noch auf Strecke hinzulegen, langsam Spaß ziehen. Fang ziehen, bei Gigs alles zu geben, wie sagt Martin. Egal wie viele da sind, kommt Feuer auf, ich freu mich drauf. Meine Wege Muskelkater für den 30 Leute Crowd. Denn das Leben ist und nicht das Gewinn, wie jeder Grund. Mancher mit dem Finger ist noch immer keine Bestätigung. Ich will, dass bei Gigs sich die versammeln im Raum. Nämlich bloß gelegt, schaut zu meinem Handel vertrauen. Dreht sich ja vieles nicht, passt wie schwangeren Frauen. Doch ist das ein guter Grund. Zusammen wir anders fahren, lass dann was los, lass du kommst. Ey, auf euch haben wir sowas vom Bock. Gemeinsam kreativ, selbstgelenkt, richtig Bock, oder? Einfach reagieren, natürlich weltliches Potenzial. Freie Plattwarte, Reservierung auf der Karte. Ihr seid der Grund, das ist immer noch lokal. Stehen nach der Gegenwart, hier alles jetzt in der Dorf. Steh dich da, ich lebe da. Wenn Schutz, lange still, für den flimmernden Dorf. Links, los, alles will. Stehen nach der Gegenwart, hier alles jetzt in der Dorf. Steh dich da, ich lebe da. Wenn Schutz, lange still, für den flimmernden Dorf. Links, los, alles will. Kommt euch näher, kommt euch ruhig ein bisschen näher. Sagt eurem Gegenüber und Mann und Frau ruhig mal Hallo. Schüttet ihm die Hände, winkt mal rüber. Und dann machen wir das Ganze noch einmal zusammen, okay? Einmal noch, okay? Streben nach der Gegenwart, die alles hintere Tor. Steh ich gleich, lebe bleib. Wind, Schutz, Flamme, still von den flimmernden Dorf. Nichts muss, alles will. Wunder, wunderbar, vielen Dank. Danke fürs Mitmachen. Kennt ihr das Kaff ins Frauenfeld eigentlich? Wer kennt das Kaff ins Frauenfeld? Das ist der Laden, wo wir letzte Woche gespielt haben, den lieben wir auch sehr. That reminds me of the Kaff ins Frauenfeld hier. Peace. Das ist echt geil. Yeah. Ah, wuhu. Tubi-Tuba-Tabi. Vieles bleibt noch offen. Haruki Murakami. Richtig und falsch. Und Rufi und Gaddafi. Grenzen und Fließen und voller Flusen. Wie Flugparty. Yo! Ich chill mit den Jungs und wir leben zaun. Ein paar von denen liegen auf. Steht im Zaun. Ein paar von denen sind jetzt 30 Grad und chilliger. Aber von ihren Armen keine Plan der Villa war. Ich schicke Grüße in die Schweiz und diese Villa klar und blau. Ans Kaff, Kettens Kaffee und den Ingwerer. Sonntagsfrage, ob das Haus ist, sind Kinder da. Ich falle in den Winterschlaf, bis ich wieder klimpern darf. Ich will ja auch gar keine Schlammschlachten haben. Ich hab leider grenzwertig wie so ein Fangplattenkammer. Ob ich mich schon genug bedankt hatte, hat da eine richtige Verwandtschaft im Klapper. Jeden Tag ein paar Sachen sagen. Kaffee im Plattenladen. Lass die Sonne ziehen, kannst du eh nichts machen. Lieben und leben lassen. Jeden Tag ein paar Sachen sagen. Kaffee im Plattenladen. Lass die Sonne ziehen, kannst du eh nichts machen. Lieben und leben lassen. Ich fahr ein bisschen nach Belgien und bin dann richtig im Fetten drin. Regeln ein Papier, legt das Licht sich zum Schmelzen hin. Stehen schwanke Schmiere für ne Schicht in die Sitten. Klicken, tippen, schlicken, schmelzen, sind Funke und die kleinen Schritte. Eine Linsensuppe, einen Eier bitte. Ich gerate in einen Plausch über meine Mitte. Du hörst dir gerade, was du brauchst. Freie Finke, was ist für dich und dieser Fakt ist dir wichtig. Und ich denke mir ziemlich kapitalistisch. Ach, generell bin ich schon verwirrt, immer rechtfertigen, wenn man nicht konsumiert. Ja, ja, ey, manche Tendenzen sind enttäuschend, wie die Türkischkenntnisse der Deutschen. Wir finden den Fang fern vom Gedränge in den Räumen und hängen in den Bäumen zu den Klängen von den Träumen. Jeden Tag ein paar Sachen sagen, Kaffee im Plattenladen.
Schale ziehen, kannst du dir nichts machen. Lieben und leben lassen. Jeden Tag ein paar Sachen sagen. Hallo, Kaffee im Krankenwagen. Lass die Sonne ziehen, kannst du dir nichts machen. Lieben und leben lassen. Ich war im Zug für den Rest der Tour. 80 Verspätungen, aber die rechte Spur. Hey, vielleicht kennst du mich noch nicht. Ich bin der erste deutsche Rapper, der für Tempo limit ist. Ich geh nach Kreuzlingen und es geht Chill Curry. Oder das Catering und dann denk ich an Filme von Bill Murray. Zum Beispiel an Broken Flowers und Lost in Translation. Oder auch natürlich an Täglich grüßt das Murmeltier, was wirklich eigentlich ein guter Film ist. Muss man schon sagen. Natürlich ist es ein bisschen romantisch, aber eigentlich ein guter Film. Dankeschön. Yeah! Ihr dürft euch gerne bewegen beim nächsten Track. Wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben oder auch nicht. Und wir freuen uns, wenn ihr uns helft in der Hook. Und wir können das hier schreiben. Wir üben das einmal gleich und dann können wir uns supporten, okay? Das hier. Das war so. Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Ey, was haben wir bisher? Das hier. Und sogar ein bisschen mehr. Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Das hier. Ey, was haben wir bisher? Ey, ich komme aus einer Zeit. Und du auch. Und wenn du dir das zutraust, sieht es gut aus. Ich schicke einen Gruß raus und hänge im Bett. Bis ich Luft und Liebe mitten im Gedränge entdecke. Und ich jage die Momente nicht, sonst rennen sie weg. Aber umarme sie, wenn ich sie treffe. Über die Stränge des Chefs. Ja, ich liebe es, wenn etwas passiert. Wenn das Herz in den nächtlichen Fetzen vibriert. Man kommt echt kapiert. Wenn du etwas kapiert. Es gibt schon genug, was uns schrecklich verwirrt. Zum Beispiel, wie war dein Tag? Und hast du dir das so vorgestellt, als du klein warst? Bücherpark, Gneisenau. Alles große Gekose für dieses kleine Wow. Irgendwo auf diesem Planeten, in deiner Haut. Denn von diesen Beträgen, die keiner braucht. Auch die ganze Geschichte. Diesen kleinen glänzenden Kreis. Feine Details, sanfte Blicke. Check die menschlichen Styles. Ey, was habt ihr? Das hier. Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Das hier. Ey, was haben wir bisher? Das hier. Und sogar ein bisschen mehr. Und natürlich ist nicht alles wie beim ersten Mal. Merkst du ja, ist ja auch nicht das erste Mal. Aber ich bin gerne da. Und es gibt noch einen Unterschied zwischen abgeklärt und klar. Manches immer hier drin, wenn ich noch mehr erfahre. Lass sie wieder mal ein Sommer vorbei. Dann wünschen wir uns wieder Monate den Sommer herbei. Der willkommenen Preis, der wiederkommenen Weiß. Lass sie gehen und die Tränen sind verschwommen im Schweiß. Mit einer Mischung aus besonnen und dreist. Gib mir deine Mitte und wir kommen vorbei. Etwas Glück in den Hosentaschen. Deine Leute kommen zurück, wenn sie losgelassen. Und die Krankesten sind die, die das hier alles ohne Drogen machen. Und die Dämlichsten, die sich an den Boden fassen. Hoch die Taschen oder irgendwas nach oben raffen. Und dazu würde jetzt noch irgendeine Pose passen. Auf die ganze Geschichte. Diesen kleinen glänzenden Kreis. Feine Details, tanzende Blicke. Check die menschlichen Styles. Ey, was habt ihr? Das hier. Ey, was habt ihr? Das hier. Ey, was haben wir bisher? Das hier. Und sogar ein bisschen mehr. Ey, was habt ihr? Das hier. 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 Ey, was haben wir bisher? Das hier. Und sogar ein bisschen mehr. Vielen Dank. Achso, mit dem Wasser, das könnt ihr ruhig die ganze Show durchziehen. DJ Rez, bitte. Könnt ihr noch? Ach, du hast doch keine Ahnung, also häng ne Weile ab. Lieber was dazu hören, was der Kenner kreist und sagt, ey, das meiste haben wir irgendwelche Männer weiß gemacht. Und es bleibt ziemlich weiß, die Gänge bleiben blass. Ach, und du willst deine Wohnung, kannst du heute haben. Komm vorbei mit 20 Formularen und einem deutschen Namen. Zeig deine Kohle, dass alle immer freundlich waren. Keiner hat auf deine Fresse und dann läuft den Arsch. Immobilien, ein komisches Geschäft, ja. Doch steht im Endeffekt auch nur symbolisch für den Rest da. Das Namenlose wird hier messbar. Doch es gibt ja billig Bier und misanthropisches Gelächter. Und billig ist gut, weil Antikapital denkt. Und Anti, alles ist geil, musst du nicht nachdenken. Ich bin für die kritische Gelegenheit zu jeder Zeit. Doch gegen Anti, alles, über allem, über Ewigkeit.
und du feierst realistisch deine Weltansicht. Und lass dir keinen für die Kritik, so auf der Schnelle stinkt. Weil der Widerspruch in jedem von uns selber sitzt, scheint es mir das Schwerste, dass man für was in die Kälte bringt. Und ich bringe durch meine Müdigkeit und frage mich, was ich noch übrig bleibt. Denn schwerer als lästern und schreien scheint für etwas zu sein. Und ich bringe durch meine Müdigkeit und frage mich, was ich noch übrig bleibt. Denn schwerer als lästern und schreien scheint für etwas zu sein. Und der schlimmste Vorwurf ist es, dass man was für sein Gewissen macht. Was ist dein Problem damit, dass man ein Gewissen hat? Ist ja nicht so, dass ich irgendwas begriffen hab. Der Optimismus schafft auch nicht mehr als nur den Blick hinab. Ja, es ist wichtig, dass Kritik nicht nur in sich versagt. Wollen wir etwas ändern oder feiern wir uns richtig ab? Und führen mit schnell zu einem Reklameschnitt. Und ich glaube auch nicht, dass es das eine einzig wahre gibt. Es ist gut, dass es die Antifa und dass es Talib Kweli gibt. Es ist gut, dass es Dunja Hayali gibt. Und dass es Emma Gonzalez gibt, Boaz Oman, Chimamanda Adichie, euch, Kate Tempest und Seahawks und Frank und Bebop. Es ist gut, dass es überhaupt noch uns so viel trifft. Und dass es Mut gibt und Liebe und den ganzen Leben. Es ist gut, dass wir noch miteinander reden. Und jetzt hast du natürlich wieder einen Witz gemacht. Ich trippte selbst auch immer wieder ein Zynismus ab. Und denke an, die ganze Scheiße hat doch nichts gebracht. Doch die Option kapitulieren ist ein bisschen blass. Und ich blick durch meine Müdigkeit und frage mich, was uns noch übrig bleibt. Denn schwerer als lästern und schweigen scheint für etwas zu sein. Und ich blick durch meine Müdigkeit und frage mich, was uns noch übrig bleibt. Schwerer als lästern und schweigen ist für etwas zu sein. Wer von euch ist für irgendetwas? Wer von euch ist für irgendetwas Konkretes? Egal, auch wenn man nichts braucht, noch für irgendetwas, ich kann's nicht verhören. Ich bin auch ein Anti-Mensch und ich manchmal, ich liebe das auch. Aber wenn wir gar nichts mehr sind, dann hat sich der ganze Scheiß irgendwie auch mal selber aufgefressen. Danke fürs Zuhören. Auf euch, ich glaube, einige von euch sind für etwas. Dankeschön. Vielen Dank, wir haben noch zwei sehr ruhige Songs. Geht das klar für euch? Geh die Stufen hoch und runter. Schließ die Tür auf, den Schlüssel hab ich noch. Und während ich stopfe ich meine Jacke auf den Hakenstock, riech ich den Geruch, den ich ach so viele Jahre roch. Obwohl ich ihn damals nicht gerochen hab. Aber doch nur da, offenbar. Na, hallo, kleiner Spruch. Leichtes Lächeln, feiner Zug. Schulterklopfen, kurz warten, vielleicht genug. Und dann doch noch umarmen, weicher Druck. Noch die Frage, ob ich gleich wieder weiter muss. Nee, ich bleib grad für ein Stündchen, ich hab Zeit genug. Na, dann kannst du dich meinetwegen aufsetzen. Der ist von heute Mittag, doch ich kann noch einen aufsetzen. Soll ich? Ich lass nicht, mach mal. Ich trinke Kaffee mit Vater. Und wir sitzen da und gucken, was der Kaffee bringt. Der einzige Ort, an dem ich ihn aus kleinen Tassen trinke. Und wir gehen, reden ein bisschen über alltägliches Leben und Wissen, schräge Geschichten. Wie die Konzerte waren, es klappt mit dem Ding, ich sag's super wie immer, weil es fast immer stimmt. Und irgendwie kommen wir dann wieder auf Gespräche um die Obergrenzen. Und dieses dämliche alltägliche Nationendenken, dass man dachte, das würde mit den Generationen enden. Dass die Menschen ihre Wut auf eh schon mittellose lenken. Dass das Arm und Reich nicht zerfällt. Dass das damals schon ein Thema war im Arbeitskreis dritte Welt. Und dann lacht er leise und ich frag mich was. Und dann reden wir darüber, was man heute Abend macht. Blick auf die Uhr, es ist nicht dringend, aber na los. Komm, ich bring dich noch zum Bahnhof.